Wir haben ja leider verpennt, aber wir haben es nicht geschafft, dass der Irak ungeschoren blieb. Wir haben es nicht geschafft, dass Libyen ungeschoren blieb. Wir haben es nicht geschafft, dass Syrien nicht angegriffen wurde. Wir haben es auch nicht geschafft, dass man keinen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Republik Jugoslawien losgetreten hat. Das war inzwischen von Gerhard Schröder ganz klar eingestandener völkerrechtswidriger Angriff auf die Republik Jugoslawien. Kein jugoslawischer Soldat hat irgendwie eine Hand gegen uns erhoben. Frau Schröder hat ganz klar gesagt, ja, das war ein völkerrechtswidriger Krieg, das haben wir damals gemacht. Er hat nicht gesagt, es ging uns um die Schulfrechte für irgendwas, aber das konnte man sich ja ohnehin denken. Und jetzt wollen wir nicht, dass unter dem Kriegsvorwand Responsibility to Protect, also die Verantwortung zu schützen, ein weiteres Land bombardiert wird. Das hat die Libyen nämlich auch nicht so toll beschützt, dass man sie in die Steinzeit zurückgebombt hat. Dadurch sind sie nicht irgendwie sicherer geworden. Und wir fürchten, dass es den Iranern genauso gehen wird. Der Iran ist bisher ein total friedliches Land gewesen. In den letzten 200 Jahren hat er kein einziges anderes Land angegriffen. Vereinigten Staaten, die den Zusammenhang aufgerüstet haben. Und wir haben das Lieblingsspiel der westlichen Wertegemeinschaft gespielt, nämlich Muslime gegen Muslime schießen zu lassen. Kann man auch in den Büchern der Politikberater nachlesen, von Wolfsohn oder von Brzezinski. Das große Schachbrett, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Brzezinski war Politikberater, Sicherheitsberater mehrerer US-Präsidenten. Und die haben da ganz klar aufgeschrieben, wie man die Länder gegeneinander ausspielen muss, wie man die Länder aufeinander treiben muss, damit die sich gegenseitig, damit die gegenseitige Soldaten zum Töten gegeneinander schicken. Und das wollen wir im Fall des Iran jetzt vermeiden, dass das nicht noch einmal passiert. Nachdem der gewählte Präsident des Iran, Mossadegh hieß der, 1953 vom CIA weggeputscht wurde, weil er die Ölreserven seines Landes auch im Sinne der Bevölkerung nutzen wollte und es nicht hinnehmen wollte, dass die ausländischen Konzerne nur einfach das Geld abpumpen und der Iran, der iranische Staat dafür gar nichts bekommt. Also, wir müssen alle dafür aufstehen, dass der Iran jetzt nicht angegriffen wird unter irgendeinem dieser tollen humanitären Vorwände. Wir müssen rechtzeitig an unsere Bundestagsabgeordneten, an unsere Zeitung, an den Papst und Frau Merkel schreiben, damit das nicht passiert. Also bitte, lassen Sie sich auf, machen Sie das, damit in unserem Namen nicht wieder ein Verbrechen geschieht, für das wir dann sagen, hinterher wieder jammern müssen und sagen müssen, oh, das haben wir gar nicht gewusst, dass unsere Regierung sowas Schreckliches tut. Wir hatten keine Ahnung, wir dachten, das wäre alles rechtens und es soll nie wieder ein Krieg von unserem Boden ausgehen. Da sollten wir doch vorher lieber sehen, dass das auch wirklich jetzt nicht geschieht, zumindest nicht mit unserer deutschen Mithilfe und nicht in unserem Namen. Schön, mein Name ist Herbert Kirst, ich bin Hausarzt im Ruhestand. Ich will nochmal darauf hinweisen, dass wir auch ein offenes Mikrofon haben, also dass wir jetzt hier gerne Zuschauer oder Gäste gerne mit denen auch diskutieren würden. Fragen von einer der und ja, also die Hauptrede von Michael Frankfurt. Ich werde am Ende nochmal etwas ausführlicher sprechen, aber jetzt denke ich mal, wenn bloß jemand sich meldet, dann ist das eine schöne Sache, dann würden wir gerne das Mikrofon weitergeben. Das Manifest von Russell und Einstein hatte 1955 noch gesagt, dass es keine Kriege mehr geben darf, weil jeder Krieg zu einer Vernichtung der Menschheit führen kann aufgrund der Atomwaffen. Und das gibt es leider, gibt es immer wieder Kriege. Also es ist im Moment, die Menschheit ist noch nicht aufgewacht, macht immer noch diesen Quatsch und vor allem gibt sie, sie verschwendet damit ungeheure Ressourcen, einfach dafür, dass man sich gegenseitig töten kann. Das ist eine Katastrophe.
Also von daher, wir brauchen jetzt das Geld wirklich für andere Dinge. Wir brauchen das Geld für die Umwelt, wir brauchen das Geld für das Klima, wir brauchen es gegen die Verschmutzung und so weiter. Also wir brauchen, okay, ich bin jetzt irgendwie vor dem Mikrofon, also von daher gibt es Widerhall. Okay, also wir brauchen viele Dinge und wir brauchen viel Geld außerdem und wir brauchen das Geld, muss dem Militär weggenommen werden. Das ist Militär ist einfach Blödsinn. Wir brauchen ein bisschen Verteidigung und das war's. Und das muss eine reine Landesverteidigung sein, nicht in der ganzen Welt vorbeugend irgendwo in Afrika oder sowas. Das ist eigentlich ein Blödsinn. Okay, das war's erstmal von mir. Ich bitte um, wenn irgendjemand sich meldet, gerne, kann er sich gerne auch anmelden. Achso, gut, okay. Guten Morgen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Mein Name ist Brigitte von Steinbilde. Viele kennen mich. Ich wohne hier in der Innenstadt und bin friedenspolitisch tätig. Ich versuche hier zu sprechen. Ich weine eigentlich den ganzen Morgen. Ich hoffe, dass es mir gelingt, hier ohne Tränen zu sprechen. Am 6. August 1945 fiel um 8.15 Uhr die erste Atombombe über der Stadt Hiroshima. Und gestern hatten wir den Gedenktag, den wir einmal im Jahr begehen, immer so um den 6. herum, immer an einem Freitag. Ich habe wie fast immer oder oft etwas erzählt und vorgelesen, und zwar aus dem Sadako-Willi. Sadako erlebt den Bombenangriff vierjährig. Sie ist mit ihrem Bruder im Park, wird weggeschleudert. Zerkratzt, mehr ist nicht zu sehen. 10 Jahre später, also man muss dazwischen noch sagen, Mutter und Kinder erstaunlicherweise wieder. Die Häuser sind zu Staub zerfallen. Die Familie lebt auf der Straße. Ist der Vater aus dem Krieg zurückgekommen und eine Bretterbude zimmert, die nur in gedrücktem Zustand zu betreten ist. 10 Jahre später macht Sadako eine Fahrradstaffette mit, um an Hiroshima zu gedenken. Sie ist total erschöpft und kommt am letzten Tag in ein amerikanisches Krankenhaus. Und der Arzt, ein Amerikaner, sieht ihr in die Augen, sieht dort graue Punkte und weiß, dieses Kind ist dem Tode geweiht. Es ist nicht zu retten. Das sagt er ihr nicht. Und sie liegt dort im Krankenhaus und fängt an, Kraniche zu falten. Goldene. 1000 Stück braucht sie. Die sollen über ihrem Bett hängen. Wer 1000 Kraniche faltet, wird gesund. 990 schafft sie. Und der Arzt sitzt da und sagt, ich bin machtlos. Hier ist ein Kind, 14 Jahre, 10 Jahre frohes Leben, glücklich sein, Unbeschwertheit und plötzlich bricht die Krankheit aus. 10 Jahre nach dem Abwurf der Bombe. Warum erzähle ich das hier? Normalerweise spreche ich zu Hiroshima nur, wenn wir strahlend blauen Himmel haben. Das war nämlich am 6. August über Hiroshima, strahlend blauer Himmel. Aber wir gehen hier so unbeschwert und kaufen ein und kümmern uns um alles, nur nicht um Frieden. Und das ist die Gefahr. Wir stehen hier, damit wir weiterhin unbekümmert hier einkaufen gehen können. Unbekümmert
unser Eis essen, unseren Kaffee trinken können. Und das können wir nicht, weil immer und überall Kriege drohen, weil irgendwelche Idioten der Meinung sind, sie müssten sich mit Waffen messen. Das Buch fängt mit einem Dialog an, man sollte den Soldaten die Waffen wegnehmen und sie durch Blumen ersetzen. Irgendwelche Generale oder hohe Tiere in Häkchen sind der Meinung, sie müssten sich zanken. Das Volk selber will keinen Krieg. Wenn ich mich in meinem Bekanntenkreis umhöre, keiner will Krieg. Und kümmern Sie sich darum, wir rüsten wie die Bekloppten. Und die Buch habe ich gestern vorgelesen. Es gab einen Dialog bei den Vorbereitungen. Mit einer Bombe kann man keine 1000 Menschen vernichten. Man konnte Hunderttausende, eine ganze Stadt den Boden gleich machen. Die Häuser sind zu Staub gefallen. Nur ganz wenige Menschen haben überlebt und sind krank, siechen vor sich hin. Und sie werden auch noch als Aussätzige behandelt, weil die anderen denken, sie sind ansteckend. So, was nicht der Fall ist, weil es soweit nicht informiert ist. Und es gibt heute Morgen, da kann man mit einem Schlag einen ganzen Erdteil dem Boden gleich machen. Was soll dieser Wahnsinn? Was soll das? Wozu, um uns gegenseitig umzubringen, um die Erde leblos zu machen, was soll das? Warum nutzen wir unsere Fähigkeiten nicht, um schöne Dinge zu genießen, um unseren Kindern die Möglichkeit zu geben, zu lernen, sich zu erproben, kreativ zu sein, um alten Leuten, wenn sie dann verdient im Ruhestand sind, ein angenehmes Leben zu machen. Stattdessen liegen sie da irgendwo im Altersheim, um 4 Uhr gibt es Abendbrot, um 5 die Pille, damit sie schlafen und ruhig sind. Ich bin jetzt in der Situation, dass ich Hilfe benötige. Also wenn ich mir vorstelle, ich sollte ins Altenheim rund um 5 im Bett liegen, Leute, ich würde ja aus dem Fenster springen. So, und dafür, für solche Dinge, für Menschen, die pflegen, die dafür sorgen, dass die Älteren, die es gerne möchten, länger aufbleiben, dafür ist kein Geld da. Aber für Atomwaffen, die uns kaputt machen. Der Arzt sitzt da verzweifelt und sagt mit anderen Worten das, was ich eben gesagt habe. Und er ist verzweifelt, weil er diesem Kind nicht helfen kann. Und sie kann ihm die letzten 10 Kranichen nicht halten. Und sie stirbt. Ganz einfach. Sie denkt, es ist Nacht, aber sie ist in der Nacht. Und zum Schluss reißt sie die Augen auf und guckt in den ewigen Himmel. Und das war jetzt gleich nicht weiterhin. So, okay, das war Brigitte mit ihrem Vortrag auch von gestern Abend. Hat sie ja die Gedichte gelesen und schon auch gestern Abend zur Atombombenabwurf etwas dazu gesprochen, diese Rede, die sie jetzt gehalten hat. Ja, jetzt reiche ich an den Bernd weiter, er spricht, er sagt jetzt auch irgendwas spontan. Ja, ich möchte wieder auf das Thema Iran kommen. Es ist nicht lange her, da haben die Briten ein iranisches Schiff gekapert. Und ja, gegen jedes internationale Recht. Einige Tage später haben dann die Iraner ein britisches Schiff gekapert. Ja, wie kann man sowas lösen? Dazu brauchen wir keine Kriegsschiffe bei Hormuz oder Persien.
austauschen wollt, kann auch die Schiffe nur austauschen. Ohne jedes Kriegsschiff. Das ist alles. Aber wenn man Krieg will, dann macht man sowas nicht. Wenn man das alles so hört, finde ich, fühlt man sich immer weniger gut von unserer Politik repräsentiert. Hier geht das schon seit langem so. Wir sehen das ja, dass unsere Politiker uns vor den Wahlen irgendetwas versprechen. Und das ist aber garantiert nicht. Absolute Binsenweisheit. Wir geben also unsere Stimme ab und wir haben keine Ahnung, was damit passiert, denn unsere Abgeordneten sind ja diesem unsäglichen, undemokratischen Fraktionszwang unterworfen. Ich wundere mich, dass die überhaupt wagen, das in der Öffentlichkeit zu sagen, dass es sowas überhaupt gibt. Das heißt nämlich, dass nur ein Mensch, nämlich der Fraktionsvorsitzende, bestochen werden muss und schon stimmt die ganze Fraktion im Sinne der Auftraggeber. Das ist also ein großes Manko an unserer repräsentativen Demokratie, die wohl eher so ein Schutz vor zu viel Demokratie ist, als dass sie wirklich die Demokratie voranbringt. Vielleicht sollten wir wie in der Schweiz mehr direkte Demokratie einführen, damit es nicht dazu kommt, dass Länder wie der Iran erst durch Sanktionen bedroht werden und dann womöglich noch angegriffen werden. Auch diese Sanktionen sind ja so ein unsägliches Beispiel, so Sanktionen, das heißt ja, dass irgendjemand was Schlimmes gemacht hat und dass er jetzt dafür bestraft werden muss, das beinhaltet das ja. Aber sind diese Sanktionen ganz einfach primitive Angriffsgebärden und auch Angriffe auf die Gesundheit und auf die Versorgung der Völker, um die damit dazu zu bringen, ihre Regierung zu stürzen. Also wenn die Repräsentation uns sowas bringt, dann brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr direkte Demokratie. Zum Beispiel gibt es da ein gutes Tool, wie Sie ja wahrscheinlich alle wissen, nämlich die Democracy App. Die kriegt man unter www.democracy-deutschland.de. Das ist ein witziges Tool. Da werden die anstehenden Bundestagsentscheidungen vorgestellt. Die entsprechenden Kurzsachen, die Anträge, kann man alles da lesen und einsehen. Und man kann darüber abstimmen. Also wenn zum Beispiel die Frage ist, sollten wir Soldaten nach Mali schicken, um da die Leute totzuschießen, dann sagen die meisten User eigentlich nein, sind sie nicht so dafür. Okay, komischerweise stimmt der Bundestag immer mit Ja ab. Übrigens auch mit den Stimmen der Olivgrünen, die früher ja meine Friedenspartei waren. Das ist ja echt ein echtes Debakel. Und mit Hilfe dieser App kann man ein bisschen dagegen angehen. Solange da 6.000 Leute abstimmen, ist es natürlich nicht repräsentativ. Aber sagen wir mal, wenn da so 20 Millionen abstimmen würden, das wäre natürlich schon mal ein netter Anreiz für den Bundestag, sich vielleicht noch mal ein bisschen neu und ein bisschen mehr verfassungsgemäß zu orientieren. Also, schauen Sie sich das mal an. www.democracy-deutschland.de. Macht Spaß. Hallo, ja, nochmal Helmut Kess, Hausarzt im Ruhestand. Ich halte jetzt eine Rede, die ich ein bisschen ablesen werde, weil ich sie von Mosen Masserat geklaut habe. Also Mosen Masserat hat ja vor kurzem in Braunschweig über den Irankrieg, über den drohenden Irankrieg geredet. Und das habe ich jetzt nochmal ein bisschen gekürzt und habe das nochmal, zitiere jetzt weitgehend aus dieser Rede. Geschichtlich wurde ja seinerzeit die Sache im Iran, hatte ja der Mossadegh, war gewählt worden, um das iranische Öl zu nationalisieren, um das iranische Öl unter den iranischen Regierung zu bekommen. Und das ist ihm auch gelungen und dann hat er auch
ist er auch völkerrechtlich sozusagen vom Internationalen Gerichtshof anerkannt worden und das war alles in Ordnung. Und dann haben halt die USA und die England haben beschlossen, ihn wegzuputschen. Und die haben dann einen Putsch gemacht, da wurde dann das Militärputsch und dann hat dann wurde der Schah wieder eingeführt und dann, ja, dann haben sie eben sozusagen, und dann haben sie sozusagen den Iran gegen den Irak aufgehetzt. Also Iran wurde sozusagen zum starken Mann gemacht, aber der Irak wurde auch aufgerüstet und dann haben die Amerikaner sehr viel Geld damit verdient, dass sie das Öl, also erstmal mussten sie das Öl bezahlen, aber das Öl wurde dann gleich wieder in Waffen umgesetzt und das Waffengeld, das wurden in Pflichten dann die Amerikaner, also die US-Amerikaner. Also das war eine ganz gute Sache für die Amerikaner. Jetzt im Moment werden ja die Saudis und der Iran gegeneinander aufgestachelt. Der Irak macht nicht mehr so mit, der ist ja auch ziemlich schlapp jetzt im Moment. Aber jetzt geht es eben, die Saudis sind jetzt noch sehr reich und schön und von daher werden die jetzt gegeneinander aufgeschafft. Dann, Condoleezza Rice hat jetzt zum Beispiel deswegen, die Geheimdienste, die 13 Geheimdienste der USA haben Bush daran gehindert, einen Iran-Krieg loszutreten. Die haben dann gesagt, nee, das stimmt aber gar nicht. Diese Anschuldigungen sind gar nicht richtig. Also von daher haben die ihn gehindert. Jetzt im Moment ist die CIA wieder einigermaßen auf Kurs. Wir haben die Chefs dann ausgetauscht und jetzt ist die CIA einigermaßen regierungsfreundlich und macht eben das, was sie sagen sollen. Und dann kriegt sie halt irgendwelche Aufträge, irgendwelche Lügen zu verbreiten, wie wir das jetzt gesehen hatten vor dem Irakkrieg. Das war ja gut. Die Condoleezza Rice hat im guten Gegenzug dagegen dieses Gespenst des schiitischen Gürtels beschworen. Also Iran mit Syrien und anderen zusammen wurde also als Gegenzug gegen die iranischen Geschichten. Und das ist relativ gut gelungen. Also die iranischen Gruppen, die besonders natürlich wieder Saudi-Arabien, aber auch die Vereinigten Emirate, die sind jetzt in der Richtung. Es wurde jetzt nach seiner Meinung, von Bush Masarat, ein falscher Weg von Iran eingeschlagen. Wir haben nämlich 2003 dann beschlossen, dass sie eine Atombombe sich anschaffen wollten. So wie die anderen Atomkraftwerke, alle Atomkraftwerke haben eigentlich die Atombombe im Hinterkopf gehabt. Denn Atomenergie ist nicht wirtschaftlich. Die Atomkraftwerke können nicht versichert werden. Das ist viel zu großes Risiko. Also von daher, das ist alles auf dem Rücken der Bevölkerung sozusagen. Das Risiko trägt die Bevölkerung. Wenn halt so ein Ding hochgeht, wie bei Fukushima, wie bei Tschernobyl, dann ist das eben so. Dann haben die halt die Leute Pech gehabt, die da wohnen. Und das ist auch hier bei diesen Moment, jetzt bin ich da so klein. Okay. Jedenfalls wurde dieser Weg eingeschlagen, aber ist jetzt dann durch diese Verhandlung ist er eben abgebrochen worden. Dann wurde eben beschlossen, dass Iran alle Sachen, die zu Atombomben führen können, abschafft, sich enthalten muss von diesen Dingen. Und das war ein völkerrechtsgültiger Vertrag, den hatten die USA mit unterschrieben. Und das war also eine gute Leistung von Obama, dass das 5+2-Vertrag, also die haben dann sozusagen beschlossen, dass sie diesen völkerrechtsgültigen Vertrag machen. Und das wurde also ganz offiziell bei der UN gemacht. Und leider hat jetzt Trump gesagt, nee, gilt nicht, obwohl er eigentlich das nicht durfte. Also der Vertrag war gar nicht gültig. Aber hat ihn einfach gekündigt. Also von daher und hat außerdem die anderen Länder gezwungen, sich auch an den Sanktionen anzuschließen, weil sonst die Länder durch US-Gerichte plötzlich zu Strafzahlungen gezwungen werden könnten. Und die Unternehmen haben natürlich meistens auch mit den USA Beziehungen und dann würden sie sozusagen da in dem Moment eine Menge Geld zahlen müssen. Deswegen ist das eine sehr wirksame Drohung gewesen, dass die Sanktionen doch weitergehen. Und die Sanktionen wurden weitergeführt, sie wurden auch unter Obama weitergeführt, obwohl sie besprochen hatten, dass die Sanktionen nicht weitergeführt werden und dass die
der Handel sozusagen wieder mit Iran wohl laufen würde. Also von daher ist das alles, alles ziemlicher Unsinn. Und beziehungsweise ist es eine Katastrophe, dass das so läuft. Und es ist alles völkerrechtswidrig. Alles völkerrechtswidrig. Gut, der Westen ist für den, ja, das iranische Republik hat Feindbilder USA, Israel und den Westen. Also alle drei haben natürlich auch Gründe dazu. Sie sind natürlich selber, sind auch nicht die Besten. Also die Menschen sind überall nicht so die Besten. Aber sie haben eben in dieser Beziehung haben sie natürlich völlig recht, dass sie sich gegen den, gegen diesen drei Gruppen sozusagen wehren. Und sie suchen jetzt zu ihrem Schutz Bündnispartner. Und das haben sie auch recht erfolgreich gemacht. Sie haben zum Beispiel Hisbollah in Libanon, das ist so eine Untergrundgeschichte, die machen, die haben sie mit Zehntausenden von wirksamen Raketen, Kurzstreckenraketen ausgestattet. Und deswegen hat sich Israel nicht getraut, die iranischen Atomkraftwerke anzugreifen. Sie hatten ja die iranischen Atomkraftwerke, hat sie ja platt gemacht. Aber die iranischen haben sich nicht getraut, weil dann die Hisbollah möglicherweise im Auftrag von Iran Tel Aviv platt angegriffen hätte und sehr, sehr beschädigt hätte. Also von daher haben sich das nicht getraut. Das war also eine wirksame Geschichte und diese Bündnispartner, das waren eben die. Alle wissen jetzt im Moment, ist es ja auch noch der Irak. Der Irak ist ja auch überwiegend schiitisch und jetzt ist er demokratisiert und jetzt haben eben die Iraker, ja, jetzt haben sie eine schiitische Regierung. Deswegen, gut. Ja, das war also die Geschichte. Der Irak führte zu einer neoliberalen Politik, also der Mos Masarat sagte, Iraner haben eigentlich eine sehr, sehr schlechte Wirtschaft, die hatten eigentlich eine bessere Wirtschaft, sie haben jetzt sozusagen durch die Öleinnahmen, haben sie das, sind sie mit Korruption und so weiter, haben sie eben eine ziemlich schlechte Wirtschaft im Moment und das führt zusätzlich mit den Sanktionen in der Kombination zu einer starken Versorgungsschwierigkeit. Ja, da sagte er, dies und jenes müsste sich da ändern, das ist aber nicht unser Problem. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde der Multilateralismus geschwächt, auch in den USA. Da ging eben auch plötzlich die Wirtschaft ein bisschen runter. Sie haben zwar noch Spitzenwirtschaft, was die Waffentechnologie angeht, weil da sind sie, machen sie ihren Hauptverdienst mit. Sie haben auch eine Spitzenwirtschaft mit dem Hightech. Und in Dienstleistungsbranchen, aber Konsumgüter, da fehlt es dran, die brauchen sie von außen, das ist also, von daher sind sie etwas in Schwierigkeiten. Sie haben eben überwiegend, ja, General Wesley Clark sagte ja vor ungefähr 2007, sagte er, dass sieben Staaten die Regierung angegriffen werden sollten und die Regierung ausgetauscht werden sollten. Von denen sind sechs inzwischen ausgetauscht. Und nur die Iran ist noch geblieben. Iran haben sie schon mehrfach versucht, das anzugreifen, aber das haben sie nicht so ganz innenpolitisch und so, haben sie nicht so ganz geschafft. Jetzt gibt es zum Beispiel in der US-Regierung gibt es halt Falken. Der Trump ist so halb Falke, halb Taube sozusagen. Aber es gibt andere Falken, die unter ihm also seine Berater sind, zum Beispiel der John R. Bolton, der will einen Krieg gegen den Irak und gegen den Iran und er versprach den iranischen Oppositionellen nächstes Jahr nach dem Krieg im Iran, treffen wir uns im Iran und dann ist also alles gut sozusagen. Inzwischen sind mehrere Anschläge auf Tanker bekannt geworden, wo jetzt nicht ganz offensichtlich ist, ob das von den USA, ob das verdeckte Aktionen sind. Jetzt sind ja vor allen Kriegen sind ja solche Aktionen gelaufen und Lügen gehören zum Handwerk, das ist ganz normal. Aber das ist nicht ganz sicher, es könnten auch die iranischen Revolutionsgarden gewesen sein. Gut.
Also Trump will einen Deal machen. Trump will eigentlich keinen Krieg, aber er will einen Deal machen und er will einen Deal machen, der über die bisherigen Verhandlungslösungen hinausgeht. Und dazu ist der Iran halt nicht bereit. So, alles was zum alle Staaten werden durch diese Sanktionen, dazu habe ich schon gesagt, die Folgen eines Krieges. Es wird Israel, die Saudis und die Golfstaaten mit den USA in den Krieg ziehen, möglicherweise auch Frankreich und England. Iran würde vermutlich die Straße von Hormuz schließen, die Ölförderanlagen von den Saudis und den Golfstaaten die US-Flotte angreifen und die Hezbollah würde Israel mit Raketen angreifen. Es gäbe ein riesiges Gemetzel. Die Israelis haben ja nun mal bekanntlich die Atombombe und die würden die möglicherweise auch einsetzen. Also von daher eine grauenhafte Geschichte. Wir haben die wichtige Aufgabe, als Kriegsgegner, den Kriegsgegner Iran gegen die Beschuldigung zu verteidigen, das Abkommen zu brechen. Das ist eine Lüge, die gehen jetzt zum Teil vom Abkommen zurück, aber der Westen hat ja das Abkommen schon längst gebrochen. Wir haben ja gesagt, wir wollen mit den Leuten frei verhandeln und es sind die Sanktionen immer weitergelaufen. Und von daher hat der Iran gesagt, jetzt machen wir so ein bisschen was, ein bisschen heben wir jetzt mal die Gehalt von Uran an, von Uran 235. Und als Zeichen, dass wir jetzt nicht mehr so ganz bereit sind, das mitzumachen. Wir müssen auch überlegen, dass die USA die europäische Wirtschaft sanktionieren. Dazu gibt es einerseits von Mosen Masarat den Vorschlag, dass wir den Firmen, die dadurch Schaden erleiden, sozusagen das 1:1 ersetzen sollten, damit sie eben keine Angst haben, dass wir halt sagen, gut, wir haben jetzt da Verhandlungen, wir machen mit den Firmen, mit dem dies und jenes und das wäre die eine Geschichte. Die andere Geschichte, die ich vorschlagen würde, aber die ist wahrscheinlich nicht mehrheitsfähig, dass wir uns eben auf die in der Wirtschaft, auf Russland und auf China. China ist ja nun mal der Hauptlieferant der Wirtschaft sozusagen. Die machen ja die meisten Sachen. Also von daher könnte man mit China sehr gut eine Kooperation zusammenkriegen und da könnte man wahrscheinlich durchaus sehr gut mit überleben. Vielleicht würde es ein bisschen Einbußen geben, aber jedenfalls könnten wir den USA androhen, dass wir halt mit China und Russland dann zusammen die Wirtschaft betreiben und dass wir die USA halt ausschließen. Das wäre vielleicht eine berechtigte Drohung. Außerdem könnten wir natürlich in den USA die Leute, die auf unserer Seite stehen, vielleicht der kleine Sanders so ein bisschen oder die Pink Ladies, die sind auch solche Leute, oder ein paar Demokraten würden wir vielleicht dazu kriegen, dass wir die auch dazu kriegen würden, dass sie sagen, gut, also wir machen einen Multilateralismus, wir verabschieden uns von dem Unilateralismus. Das wäre eine gute Sache. Ja, wir müssen das verlassen. Und Deutschland, wir müssen natürlich außerdem die USA anrufen, wenn die USA belassen, dass die dann von Deutschland aus nicht die wir Einsatz führen dürfen. Das dürfen wir einfach, wir müssen Rammstein schließen sozusagen. Wir sagen, das ist alles ist nicht erlaubt. Sehr gut. Okay. Ja, und wir wollen ankündigen, dass wir den USA verklagen. Also weil sie gegen ihre Völkerrechtsverstöße, dass wir sie verklagen werden. Dass dieser Schaden sozusagen, dass die Schäden dadurch auch bezahlt werden müssten sozusagen. Okay, das war's. Mein Beitrag. Okay, das war's.